Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Es ist Sonntag, es ist 10.30 Uhr, eine gute Zeit, um Gottesdienst zu feiern. Und ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, um mit uns gemeinsam zu feiern. Wir sind mitten in der Passionszeit. Heute ist der Sonntag Judica. Judica bedeutet richten. Und so steht es auch in Psalm 43,1. Verhilf mir zu meinem Recht, Gott. Und so wie wir Gott in jeder Situation anrufen können, so hört er uns und steht uns bei. Und so lasst uns diesen Gottesdienst mit unserem Gott feiern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte am Anfang beten. Ja, Vater, ich danke dir,
dass du ein gerechter Gott bist, dass du für uns bist. Herr, und dass du auch heute Morgen bei uns bist, dass wir nicht allein hier sitzen, sondern dass du mit uns durch diese Zeit gehst, dass du uns anrühren willst, Gott. Und so bitte ich dich, öffne unsere Herzen und unsere Ohren für dich, Gott. Amen. Manchmal liest man einen Text in der Bibel und weiß im ersten Moment gar nicht, was soll ich jetzt damit anfangen? Wie gehe ich mit diesem Text um? Und so kann es vielleicht heute auch bei unserem Predigttext sein. Der Text steht im 1. Mose Kapitel 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sagte zu ihm: Abraham. Der antwortete: Hier bin ich. Gott sagte: Nimm deinen einzigen, deinen geliebten Sohn Isaak und geh mit ihm in das Land Moria. Bring ihn dort als Brandopfer dar, auf einen Berg, den ich dir nennen werde. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und sattelte seinen Esel. Er nahm zwei seiner Knechte und seinen Sohn Isaak mit und hackte Holz für das Brandopfer. Dann brach er auf und ging zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag sah Abraham den Berg in der Ferne. Da sagte er zu seinen Knechten: Bleibt mit dem Esel hier. Der Junge und ich,
Wir gehen dort hinauf, um zu beten. Dann kommen wir zu euch zurück. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Isaak sagte zu Abraham, seinem Vater: Mein Vater! Der erwiderte: Ja, mein Sohn. Isaak fragte: Hier sind Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham antwortete: Gott wählt sich das Opferlamm aus, mein Sohn. So gingen die beiden gemeinsam weiter. Sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn als Opfer darzubringen. Da rief ein Engel des Herrn vom Himmel her: Abraham, Abraham! Der antwortete: Hier bin ich. Der Engel sagte: Streck deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts an. Jetzt weiß ich, dass du wirklich Ehrfurcht vor Gott hast. Deinen einzigen Sohn hast du mir nicht vorenthalten. Als Abraham aufsah, erblickte er einen Widder hinter sich. Der hatte sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, ergriff den Widder und brachte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham nannte diesen Berg: Der Herr sieht. Deshalb sagt man noch heute: Auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Amen. Thank you.
Ja, wir haben einen der umstrittensten Texte in der Bibel gehört, gelesen. Zumindest mir geht es so bei diesem Text. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mir ging es so ein Stück weit ähnlich wie Luther, der sagte, ich hätte nicht Zuschauer, geschweige denn Handelnder oder Opfernder sein können. Egal, aus welcher Perspektive man irgendwie sich dem Ganzen annähert, es ruft doch irgendwie Unbehagen hervor. Und natürlich, die Geschichte hat irgendwie ein positives Ende. Am Ende geht es allen gut, die da irgendwie beteiligt sind. Und trotzdem, selbst wenn man dann am Ende ankommt, bleibt erstmal dieses Unbehagen bestehen. Also mir geht das so bei dieser Geschichte, weil doch ernsthafte Fragen aufsteigen und da sind und da bleiben erstmal. Wie passt das zusammen mit dem Bild Gottes eines liebenden Vaters? Wozu überhaupt diese ganze Geschichte? Und was ist das für ein Vertrauen, was da irgendwie entsteht oder entstehen sollte? Warum gibt Gott Abraham überhaupt diesen Auftrag? Ja, man kommt da nicht so einfach rein in diese Geschichte. Und man merkt auch, das sind nicht irgendwelche Fragen. Das ist nicht irgendein Unbehagen, was man mal so eben zur Seite schiebt, sondern es ist ja das Gewissen selbst, was sich da meldet in einem und sagt, stopp. Und das dann auch noch geprägt und genährt wird, eigentlich aus der biblischen Schrift ja noch verstärkt wird. Die Bibel ruft ja selber dieses Unbehagen hervor, wenn man sich das durchliest. Also an vielen der Stellen der Bibel wird ja deutlich, wie sehr Gott diese Form religiöser Praxis, die da beschrieben wird, völlig verabscheut. Kinderopfer waren ja gang und gäbe auch in der damaligen Zeit im Umland um Israel herum, nur in Israel da nicht. Und die Völker um Israel herum, die haben teilweise lebendig ihre Söhne eingemauert bei dem Bau eines neuen Hauses. Und Söhnen dargebracht auf den Altären. In Jeremia 32, 35, da heißt es, sie haben die Höhen des Baal gebaut im Tal Ben-Hinnom, um ihre Söhne und Töchter für den Moloch durchs Feuer gehen zu lassen. Was ich ihnen nie geboten habe und mir nie in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel tun sollten, um Juda in Sünde zu bringen. Also Gott sagt, das ist ihm so fern. Es kann gar nicht ferner sein. Das kommt ihnen nicht mal in den Sinn, sowas Abscheuliches zu tun oder zu fordern. Es wird als Sünde bezeichnet, als das, was ja von Gott trennt, was weit von ihm entfernt ist. Womit Gott auch gar nichts zu tun haben möchte. Und außerdem hat Gott auch kurz zuvor versprochen und sein Versprechen an Isaak gebunden. Und da heißt es in 1. Mose 18, da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Also Gott hat auch vorher gesagt, Isaak, der soll leben. Das soll ein ewiger Bund sein mit ihm und der soll Nachkommen haben. Auch das war völlig klar vor der Geschichte. Und drittens, Gott ist auch noch der Kenner der Herzen. Also die Psalmisten singen davon, wie Gott unser Herz erforscht und dass er weiß, was unsere Gedanken sind. Dass er uns besser kennt, als wir uns selbst kennen. Und dieser Gott, er braucht ja keine Prüfung, um das irgendwie herauszufinden, was in uns vorgeht und dann sagen zu können, jetzt weiß ich, was du denkst oder wie du zu mir stehst. Er weiß das. Er weiß das durch und durch. Ja, und trotzdem ganz am Anfang der Geschichte, da heißt es, dass Abraham in Versuchung geführt wird oder in dieser Übersetzung auf die Probe gestellt wird. Und wir werden in der Weise, wie diese Geschichte erzählt wird, ja so ein Stück weit mit in diese Versuchung hineingenommen. Was ist der Kern von Versuchung? Dass Gottes Stimme verschwimmt. Auch in den widergöttlichen Stimmen. Als Jesus in Versuchung geführt wird, da steht auch Gottes Wort gegen Gottes Wort, weil der Widersacher Gottes Wort zitiert. Und jeder weiß, man kann ja Zitate immer irgendwie in so einen falschen Kontext reinbringen. Und
dann rücken sie plötzlich in anderes Licht und wollen was ganz anderes, als eigentlich ihre Aussage war, dass sie Tod bringen statt Leben. In Jesu Versuchung, das ist ja die Schlange, die sagt, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und sie sagt, dann führt Jesus auf die Zinne des Tempels, damit Jesus da herunterspringt und sagt, du kannst auch springen, er wird dich auffangen. Jesus hat es am Ende nicht getan, weil er Gottes Wort auslegen konnte, weil er wusste, was Gott auch mit seinem Wort meint und was nicht. Und das ist ja so, wenn man sich gut kennt, wenn man in fester Beziehung steht, dann weiß man, was der andere wirklich meint, wie er es meint. Und deshalb widerspricht er dem Versucher und sagt, nein, Gott meint was ganz anderes. Aber was macht jetzt unsere Geschichte hier so befremdlich im Gegensatz zu den anderen Versuchungsgeschichten? Es wird ja in der Versuchung nur von einer Stimme erzählt. Also Gott wird sowohl die Stimme der Versuchung zugeschrieben, als auch die Stimme der Bewahrung und der Lösung. Er ist der Einzige, der hier spricht. Und damit führt uns ja diese Geschichte mitten hinein in dieses ganze Dilemma auch von Versuchungsgeschichten. Wir erleben selber diesen befremdlichen Moment und stehen selber vor den Fragen, das irgendwie einzuordnen, dieses verschiedene Reden Gottes an dieser Stelle. Und es löst sich auch nicht einfach auf. Diese Geschichte lässt auch manche Fragen stehen. Und es sind aber Fragen, die weiterführen, die zum Weiterdenken anregen, die was anstoßen, über Gottes Reden nachzudenken. Und da möchte ich uns mal mit hineinnehmen in diese Auseinandersetzung mit diesem Reden Gottes. Das große Thema, das diese Versuchung bestimmt, ist ja die Frage des rechten Loslassens. Im Loslassen, da drückte sich in der bisherigen Geschichte Abrahams Vertrauen zu Gott aus. Das ist sein Lebensthema. Gott ruft Abraham aus dem Land heraus und Abraham lässt sein altes Leben hinter sich und er bricht auf. Und gerade deshalb kann Gott ihn so sehr gebrauchen, weil er loslassen kann. Hätte Abraham seine Heimat nicht hinter sich gelassen, dann wäre er nicht ins verheißene Land gekommen. Und wer beim Heranwachsen nicht lernt, seine Eltern loszulassen, der wird nicht reifen. Und genauso wie Eltern lernen müssen, ihre Kinder loszulassen. Das gilt ja für viele Bereiche des alltäglichen Lebens, aber eben auch fürs geistliche Leben. Oder in materiellen Angelegenheiten ist das so. Wenn ich mich an mein Geld klammer, dann kann es mir nicht zum Segen werden im Leben. Dann kann ich es nicht mal genießen, auch alles, was mir gegeben ist. Wenn ich mich nur daran klammer, dann bindet es mich. Es gibt Menschen, die sind überaus reich, aber die können das nicht genießen, weil sie so daran gebunden sind und so daran festhalten, so sich sehr daran klammern. Auch Beziehungen werden manchmal dadurch zerstört, dass ein Partner sich an den anderen klammert und nicht loslassen kann. Also Gottes Forderung, ihm alle anderen Beziehungen unterzuordnen, ist an sich erstmal kein Fluch, sondern für unser Miteinander, sondern ein echter Segen. Weil Gott uns zeigt, wie Leben gelingen kann. Es gibt einen wunderbaren Dokumentarfilm, so einen alten Naturfilm. Und in dem Film wird gezeigt, wie so Einheimische einen in Afrika so einen Affen fangen. Und da sieht man, da geht dann jemand zu so einem Felsen hin, da sind so kleine Löcher drin und er legt da eine Nuss rein. Und die Affen, die beobachten das. Und dieser kleine Spalt, der ist so groß, dass da gerade so eine Hand durchpasst. Und wenn man dann aber diese Nuss dann greift und die Hand zur Faust wird, dann kommt die Hand nicht mehr raus. Und die Affen sind ja neugierige Tiere und sie beobachten das. Und wenn der andere dann weg ist, dann gehen sie dahin, greifen nach dieser Nuss und dann kommt der Einheimische und der Affe, naja, er hält fest, er kann nicht loslassen, er will diese Nuss haben und dann wird er eben gefangen. Er ist gefangen, weil er nicht lernt, loslassen zu können.
Abraham, das macht ihn in dieser ganzen Vorgeschichte aus, er hat gelernt loszulassen. An vielen Stellen. Er hat gelernt zu vertrauen. Sogar an vielen Stellen gegen allen Anschein. Wenn er selbst nicht fassen und begreifen konnte, dann wusste er, er kann sich doch auf Gott verlassen. Nun stellt sich aber für die meisten Menschen, aber genau hier die Frage, wo ist die Grenze eines solchen, ja vielleicht blinden Vertrauens? Wo ist eine Grenze auch von Vertrauen? Wo können wir sagen, nee, da kann ich jetzt nicht mitgehen, ich verstehe das nicht, aber ich muss ja auch irgendwo Stopp machen. Ist es nicht gefährlich, so zu vertrauen? Wo unterscheidet sich das überhaupt noch auch von religiösem Fanatismus? Auch das muss man an diese Geschichte ja mal fragen. Hier geht es ja nicht nur um Loslassen, sondern hier geht es ja einen bedenklichen Schritt weiter. Und auch da lohnt es sich, tatsächlich nochmal genauer hinzuschauen und all diese Fragen, die dieser Text auch hervorruft, die tatsächlich auch zu stellen und ihnen nachzugehen. Was ist das Wesen eigentlich von Fanatismus? Fanatismus blendet immer aus. Fanatikern ist der andere egal. Fanatismus basiert nicht auf Vertrauen, sondern auf einer Idee, auf einem Gedanken, dem alles andere untergeordnet wird. Egal, was passiert. Und Fanatismus ist damit auch empathielos und herzlos. Man könnte das bei dieser Geschichte fragen. Ist Abraham so? Zeichnet ihn das hier so aus? Aber wenn man die Vorgeschichte liest und merkt, dann merkt man, Abraham ist eigentlich ganz anders. Er kämpft sogar kurz vorher, als Gott sein Gericht über Sodom und Gomorra ankündigt. Da kämpft Abraham um diese Menschen dort, die er teilweise gar nicht kannte, die auch tatsächlich böse waren in vielen. Und er kämpft um sie, weil sie ihm so am Herzen liegen. Und er handelt mit Gott und sagt, wenn 100 Gerechte da sind, dann verschonen die doch. Und er handelt und handelt, am Ende ist er bei 10. Und wenn 10 Gerechte da sind, dann verschonen doch alle. Und er handelt, soweit er kann, so sehr liegen ihm dort die Menschen am Herzen. Er ist empathisch dort, durch und durch, das wird deutlich. Und das steht ja im Gegensatz zum Fanatismus, weil echtes Vertrauen blendet letztlich nicht aus. Echtes Vertrauen macht genau das Gegenteil. Echtes Vertrauen blendet ein. Und zwar die Vorgeschichte, die man mit jemandem hatte. Auch das Vertrauen, was Abraham in Gott genossen hatte, was vorher alles passiert ist, das kann Abraham an anderer Stelle einblenden. Und er weiß, auch wenn er hier was nicht versteht, er konnte sich bisher immer auf Gott verlassen. Es ist nie in die falsche Richtung gegangen. Und es ist mal auch interessant, diese Geschichte vor diesem Hintergrund zu lesen. An jeder Stelle, an der sich Abraham äußert, setzt er voraus, dass er mit seinem Sohn zurückkehren wird. Er sagt es zu seinem Diener. Und auch als ihn sein Sohn fragt, was da passiert, da sagt er, Gott wird er sehen, ein Schaf als Opfertier. Abraham legt Gottes Worte auf Grundlage seiner vertrauensvollen Beziehung zu Gott aus. Auf der anderen Seite hat er aber ebenso einen anderen Auftrag im Ohr. Und er steht zwischen diesen beiden Stimmen, zwischen diesen beiden Worten. Wie können wir in der Versuchung Gottes Wort recht begreifen und verstehen? Die Gefahr ist ja in der Versuchung Jesu und in der Versuchung Abrahams, dass sich da irgendwo ein Wort auch verselbstständigt, loslöst aus dem Beziehungsgeschehen zu Gott und sich zu einer eigenen Idee erhebt, an die man sich irgendwo klammert. Und dann führt Frömmigkeit tatsächlich in den Fanatismus, wo sich das löst, wo da einfach nur eine Idee stehen bleibt, an die man sich bindet, in den Toten, in den Blinden und in den kalten Glauben, der das Leben erdrückt und zerstört. Es passiert ja manchmal, da wird Frömmigkeit zu einem Leistungssport, zur Selbstgeißelung, und hat das Ziel,
der Selbsterlösung auch. Dass man denkt, ich kann das jetzt irgendwie leisten, ich kann das darbringen. Alle Religionen haben ja so ein Bewusstsein dafür, dass unser Leben ein gebrochenes Leben ist. Dass wir erlösungsbedürftig sind. Dass wir uns irgendwo schuldig gemacht haben vor Gott. Und in ihnen schwingt immer diese Sehnsucht nach Anerkennung mit, nach Wiedergutmachung. Und alle religiöse Praxis ist so ein Streben aus dieser Misere irgendwie heraus. Durch irgendwas, durch religiöse Leistung oder irgendwas anderes, durch Opfer. Ja, manchmal hat dieses Empfinden die schlimmsten Blüten getragen, dass Menschen anderes Menschenleben hergegeben haben. Dass Menschen sich selbst gegeißelt haben, um irgendwie Wiedergutmachung zu betreiben, irgendwie aus ihrer Schuld herauszutreten. Im Kern geht es ja hier immer auch um diesen Umgang mit eigener Schuld. Und wenn man jetzt denkt, okay, das ist jetzt ein Phänomen, das haben wir längst in unserer Zeit hinter sich gelassen, das hat man damals irgendwie so gemacht und gedacht, dann übersieht man, dass es bis heute sich in zahlreichen Facetten solche Kompensationsleistungen gibt. Ein Beispiel, viele jüngere Menschen verzichten heutzutage auf Kinder, das ist ein Phänomen, weil sie sich in der Schuld gegenüber der Umwelt sehen und sagen, dass der Mensch letztlich auch sein Recht auf Leben verwirkt hat. Man sagt, wir sind schuldig geworden an der Umwelt, wir dürfen uns das gar nicht leisten, eigentlich noch neues menschliches Leben in diese Welt hineinzusetzen. Das ist ja auch eine Form von Selbstgeißelung, von Kompensation. Und das ist das Wort des Gesetzes, das uns verurteilt, das uns in den Tod führt, das wir nicht erfüllen können, wo wir auch in die falsche Richtung am Ende geführt werden. Aber über dieses Wort, und das ist jetzt der spannende Punkt in der Geschichte, da erhebt sich ein anderes Wort. Gott sendet jemanden, einen Boten. Das ist ein Bild für Jesus, schon hier im Alten Testament. Gott sendet seinen Boten. Von ihm aus ist die Schrift auszulegen. Er setzt sie ins richtige Licht. In allem Zweifel dürfen wir uns an ihn wenden. Was Christum treibt, so hat das Luther mal formuliert, wo Jesus drinsteckt, das ist unsere Leitlinie. Und er spricht jetzt in diese Geschichte hinein und sagt, halt, stopp. Nein, du musst das Opfer nicht bringen. Tu es nicht. Ich werde das Opfer bringen, wie du geglaubt hast, so wie du es selbst am Anfang geglaubt hast und deinem Sohn erzählt hast. 3 Tage ist Abraham gewandert, bis er in diese Gegend kam, in die er kommen musste. Es war die Gegend, zu der hin später ein anderer gewandert ist. In dieser Gegend ist Abraham auf einen Berg gestiegen, um seinen einzigen geborenen Sohn zu geben. Und es könnte derselbe Berg gewesen sein, auf dem später ein anderer einziger geborener Sohn am Kreuz geopfert wird. Abraham hat seinen Sohn das Holz auferlegt, damit er es auf den Berg hinauftrüge. Später hat Christus auch das Holz auf den Berg hinaufgetragen, an dem er sich selbst geopfert hat. Abraham hat den Isaak nicht opfern müssen. Er hat ein Lamm erhalten und da hatte eine Stellvertretung stattgefunden. Und Isaak durfte leben. Und später hat Gott sich selbst hingegeben in seinem einzig geborenen Sohn. Paulus sagt es so, als unser Passahlamm ist Christus an unserer Statt gestorben. Als das Lamm der Verschonung, damit wir nicht die Plagen ertragen müssen, die Schuld hervorruft. Damit wir befreit werden von den gottlosen Bindungen dieser Welt, die Opfer verlangt. Damit wir befreit werden zu freien und zu dankbarem Dienst an unseren Mitgeschöpfen. Jesus hat sich hingegeben, damit wir leben dürfen als solche, die schon auf dem Opferaltar gelegen haben, die aber dann den Freispruch empfangen haben und verschont wurden, die das neue Leben geschenkt bekommen haben.
Christus befreit uns ein für alle Mal von allen schrecklichen Kompensationshandlungen, von allem, was uns und andere zerstört, was uns geißelt, von Selbstvorwürfen, damit wir wirklich frei sind, um uns von dem Joch der Religion auch zu befreien, die unterdrückt einfordert. In all dem Verstörenden dieser Geschichte wendet sich in Jesus das Blatt in dieser Geschichte. Er bringt Licht in diese Geschichte. Allein in ihm ergeben am Ende einige Fäden davon Sinn, führen heraus aus aller Versuchung. Allein in ihm erkennen wir den einen Willen Gottes, uns zu erlösen von aller Macht des Bösen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten.
Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass wir immer wieder Gottesdienst in großer Freiheit feiern können. Ja, dass wir zusammen kommen können und uns über dein Wort austauschen, ohne Angst zu haben. Einfach so, wie wir das wollen, Herr. Und darum bete ich für unsere Geschwister in anderen Ländern, denen das nicht so gut geht wie uns, Herr, die nicht einfach zum Gottesdienst gehen können, die sich nicht einfach offen treffen können, offen von dir erzählen können, Herr. Sie müssen sich heimlich treffen und müssen trotzdem Angst haben vor Verfolgung und Verhaftung. Herr, ich bete, dass du sie stärkst, dass du bei ihnen bist, dass du ihren Glauben segnest, Herr, dass du deine Hand beschützend über sie hältst, dass sie wissen, sie sind nicht allein, sondern du bist bei ihnen, in jeder Lebenslage und manchmal auch im Gefängnis, Gott. Und ich bitte dich für die Mitarbeiter von Open Doors, Herr, die sich um unsere Geschwister kümmern, Herr. Stärke du sie in ihrer Arbeit und sei bei ihnen und beschütze und behüte jeden Einzelnen, Gott. Jesus, wir danken dir, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Ja, und wir bitten dich, befreie uns immer wieder da heraus, wo wir ja durch eigenes Bemühen, durch eigene Anstrengung versuchen, uns Dinge bei dir zu verdienen. Lass uns aus deiner Gnade heraus leben, lass uns frei sein. Wir bitten dich heute auch für die Jugend- und Konfirmandenfreizeit, die ansteht. Wir bitten dich, dass du ja deine schützende Hand über allen Teilnehmenden hältst. Wir bitten dich für alle, die jetzt auch in der Urlaubszeit unterwegs sind, bewahre und behüte du jeden. Und schenk uns immer auch Zeiten mit dir, dass wir dir begegnen dürfen, dass wir auch in dieser Passionszeit auch dem Geheimnis des Kreuzes immer mehr, ja, es immer mehr begreifen und ergreifen dürfen. Sei du uns nah in den kommenden Wochen. Und gemeinsam beten wir, wie du uns das gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Gemeindenachrichten. Ja, jetzt ist es soweit. Udo Stolte geht in seinen lang erwarteten Ruhestand und am 23.03. ab 15 Uhr findet im Christuszentrum die Verabschiedung von Udo Stolte, dem langjährigen Leiter von Schelternau, statt, der sich den beiden, Udo und Sieglinde Stolte, verbunden fühlt und gern dabei sein möchte, der kann sich gerne da noch anmelden auf der Seite von Shelter. Vielleicht möglichst rasch dann. Ja, dann möchte ich euch noch einmal auf das Konzert von Mike Müllerbauer am 20.04. um 10.30 Uhr hinweisen. Karten dafür, die gibt es bei der EFB. Die Ostergottesdienste stehen an. Gründonnerstag um 18 Uhr ist Tischabendmahlsgottesdienst. Karfreitag um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst zum Karfreitag. Und Ostersonntag um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Abendmahl und um 15 Uhr Familiengottesdienst mit einer Taufe und Ostereiersuche. Merkzettel, um sich all diese Termine jetzt zu merken, die liegen auch vorne aus und können gerne mitgenommen werden. Heute Nachmittag findet das Trauercafé des Hospizvereins statt. Und die Kollekte heute ist ebenfalls für den Hospizverein gedacht. Christian, du bist schon da. Jetzt bist du an der Reihe.
Ja, vor ein paar Monaten habe ich mich hier vorne hingestellt und auf Bob den Baumeister gemacht und über das Klettergerüst erzählt und gesagt, können wir das schaffen? Und ihr habt alle ganz brav geantwortet, ja, wir schaffen das. Ich wollte mal einen kleinen Zwischenstand geben. Ich würde sagen, ihr habt recht gehabt. Wir haben es geschafft, das Gerüst steht. Es kann auch benutzt werden, wird auch schon fleißig genutzt. Ich muss sagen, ich genieße das total, wenn ich dann da rausgucke und da draußen wuseln die Kinder auf dem Gerüst rum. Das ist schon toll, wenn man weiß, okay, ich habe da irgendwie mitmachen können und das Ding steht. Kurz die finanzielle Seite. Wir sind ziemlich gut dran. Wir haben gesagt, wir wollen 15.000 schaffen und wir sind bei 14.745. Das finde ich mal hammergut. Also vielen Dank an alle, die da gespendet haben. Und als kleiner Nachklatsch, das Projekt hat natürlich mehr gekostet als diese 15.000 Euro. Das heißt, wenn du jetzt das Gefühl hast, sagst, oh, dieses Gefühl, da draußen beim Kirchencafé rauszugucken und zu sagen, ja, ich habe da auch dran mitgewirkt, ja, das willst du noch haben, dann wäre also die Chance auch nach wie vor dafür zu spenden. Ist nicht schlimm, wenn wir kurz über 15.000 sind. Eine Gesamtkosten sind, wie gesagt, bei knapp 25 oder um die 25 rum. Da wäre also noch Luft, wer das noch machen möchte. Genau, Spendenkonto ganz normal, Glaube bewegt und dann Stichwort Klettergerüst. So, ich setze den Hut dann erstmal für die nächsten Monate ab. Ja, wir wollen mit dem Segen Gottes in diese Woche gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.